Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da und ihr auch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch. Und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50. Übrigens, wir hatten ja gestern den 1. April. Vielleicht mag der ein oder andere von euch uns erzählen, ob er in den April geschickt wurde oder ob ihr vielleicht jemanden in den April geschickt habt. Macht man das eigentlich noch? Ich mache es eigentlich nicht in meinem Umfeld, aber man hört es ja immer wieder. Zeitungen machen das ja auch sehr gerne. Also, wenn ihr irgend so einen kleinen pfiffigen Scherz heute gemacht habt oder Opfer eines Scherzes wurdet, erzählt es uns. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Erste Anruferin, erster Anruf, nee, erster, doch, Anrufer ist der Basti und Basti ist 25. Basti, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Basti, und was geht's bei dir? Und zwar kommt Ende dieses Jahres mein Vater aus dem Gefängnis raus. Oh, ja. Wie lange war er im Gefängnis? Für 5 Jahre ist er im Gefängnis gewesen. 5 Jahre insgesamt dann. Warum war er im Gefängnis? Ich habe insgesamt 4 Schwestern und an 3 davon hat er sich sexuell vergangen. Mhm. Und, wie alt sind die Schwestern? Oder wie alt sind die Schwestern? Also jetzt sind sie 20, 19 und 17. Ja. Und wie lange liegt das zurück, dass er das getan hat? Das ist unterschiedlich. Also bei der einen hat es mit 10 angefangen, bei der anderen sogar mit 8 schon. Und Wer hat denn den Vater dann angezeigt? Nachdem die ganze Sache rauskam... Wie kam die Sache raus? Das war eine ganz seltsame Geschichte. Und zwar, ich hatte mal was beobachtet. Mhm. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie ich die Sache deuten sollte. Was hast du beobachtet? Mein Vater hat im Kinderzimmer eine meiner Schwestern am Bett festgehalten. Ja. Und sie hat sich ein bisschen dagegen gewehrt. Wie gesagt, ich wusste einfach nicht, wie ich die Sache deuten soll, weil ich auch selber noch relativ jung war. Mhm. Und ich habe meiner Mutter dann davon berichtet. Mhm. Und ja, wie lange ihr Ehen nun mal sind. Man schaut über solche Sachen hinweg und meine Mutter hat dann gesagt, du spinnst doch, da ist nichts. Aber wie interessant, du hattest schon irgendwie, wenn auch nicht konkret, aber irgendwie so eine Ahnung. Ich hatte eine Ahnung, dass da irgendwas nicht stimmt. Mir war einfach, dass irgendwas einfach nicht stimmt. Und die Mutter hat es weggewischt. Die hat gesagt, das ist ein... Ja, meine Mutter war über 20 Jahre mit dem Mann verheiratet. Ja. Wie ist es denn dann letztendlich aufgedeckt worden? Meine Schwester hat von mir eine Bildmitteilung bekommen gehabt. Schon weit bevor dann ihr Geburtstag war. Und zum Geburtstag hat sie dann von meinem Vater dieselbe Bildmitteilung bekommen. Was meinst du mit Bildmitteilung? Ja, so eine Bildmitteilung, so eine MMS halt. Ach so. Und dann hat meine Schwester ihr Handy auf den Tisch geworfen und hat dann zu meiner Mutter gesagt, also das kann ich jetzt auch nur vom Hörensagen erzählen, weil ich zu dem Zeitpunkt in Bochum war. Und meine Schwester hat dann das Handy auf den Tisch geworfen und hat dann gesagt, die Bildmitteilung habe ich von Basti bekommen, die ist viel schöner. Und da haben bei meiner Mutter irgendwo die Alarmglocken geklingelt und da hat sie dann gefragt und hat nachgehakt. Wobei das ja gar keine besondere Aussage war von deiner Schwester. Ja, ich weiß, aber vielleicht lag das einfach damit zusammen, dass er halt ein bisschen wütend über die Bildmitteilung von meinem Vater reagiert hat. Was war das für eine Bildmitteilung? Was war da zu sehen? Das war ein Delfin, der aus dem Wasser guckte. Und okay, wie auch immer, auf jeden Fall ist dann deine Mutter aufmerksam geworden. Ja, meine Mutter hat dann nachgefragt und nachgehakt, was da dran ist und so. Und naja, dann... Und kam es ins Rollen. Meine Schwester ist dann in Tränen ausgebrochen und hat dann alles erzählt, was passiert ist. Und die anderen Schwestern haben dann auch gesprochen und alles zugegeben.
ja, nachdem Anja dann gesprochen hatte, haben auch Nadine und Claudia auch gesagt, ja, pass mal auf. Ist deine Mutter mit dem Mann noch zusammen? Nein, nein. Die hat sofort die Scheidung eingereicht und... Hat dein Vater vor Gericht gestanden? Mein Vater war geständig, ja. Nur er hat keine Reue gezeigt. Ach, er war geständig und hat keine Reue gezeigt? Er hat keine Reue gezeigt. Wie geht das? Er sagt, ich habe mich an meinem Kind vergangen, aber es war gut so. Ich stehe dazu, oder was? Nein, ich habe im Endeffekt dann so ein bisschen von dem Protokoll mitgekriegt und Du warst nicht im Gerichtssaal. Nein. Mhm. Und wie gesagt, es stand also drin, dass in seinem Gesicht halt keine Reue gezeigt worden ist, dass er keine Reue gezeigt hat vom Ausdruck her, von seiner Haltung her. Mhm. Nun wird er bis Ende des Jahres 5 Jahre im Gefängnis sein, hast du gerade gesagt. Ja. Hast du Kontakt gehabt während dieser Zeit mit deinem Vater? Nein. Nee. Weil ich habe ihn verurteilt für das, was er getan hat. Ich verabscheue sowas. Ich verabscheue sowas abgrundtief. Mhm. Weil ich stell mir einfach vor, ich habe irgendwann Kinder und ich könnte meinen Kindern sowas nie antun. Das geht nicht. Ja, er hätte es ja auch mit dir machen können. Du hättest ja auch betroffen sein können. Eben. Ne? Das wäre auch möglich gewesen. Und das ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich sage, das geht nicht. Das wie wird das denn jetzt sein, wenn er aus dem Knast rauskommt? Glaubst du, dass der Kontakt versucht, mit dir aufzunehmen? Also er wird mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit versuchen, den Kontakt zu mir zu suchen. Und wie wirst du reagieren? Ja, ich werde alles Menschenmögliche daran setzen, um zu versuchen, den Kontakt zu verhindern. Hast du den Kontakt zu deinen Schwestern? Ja, zum größten Teil meiner Geschwister habe ich noch Kontakt. Also wie geht es denn den Schwestern, die diesen sexuellen Missbrauch haben, erleiden müssen? Nun ja, die eine hat 2 Kinder, die andere hat 1 Kind jetzt. Die haben sich also weitestgehend davon erholt. Soweit man das so sagen kann, von außen, ne? Ja, von außen her haben sie sich also wirklich davon erholt. Wie es in einem Menschen drin aussieht, das natürlich, ja. Das kann man nicht sagen. Über welchen Zeitraum hat dein Vater das mit den Schwestern gemacht? Das muss wohl wirklich über 4, 5, 6 Jahre gelaufen sein. Über so lange Zeit. Dann glaube ich nicht, dass sie sich schon erholt haben. Wahrscheinlich haben sie hoffentlich ihr Leben so in den Griff bekommen, vielleicht durch professionelle Hilfe auch, aber die Narben sind natürlich tief, wenn man so etwas hinter sich hat. Ja, die Narben sind sehr tief. 5 Jahre hat er mit deinem Knast gesessen. Wie beurteilst du dieses Urteil? Es ist lächerlich, meine Sachen. Er hat drei Menschenleben seelisch zerstört. Er hat dem Rest der Familie auch seelischen Schaden zugefügt, durch das, was er getan hat. Und 5 Jahre sind meines Erachtens viel zu wenig. Hast du Kontakt zu deiner Mutter noch? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Oder? Ja, zu meiner Mutter habe ich sogar sehr guten Kontakt. Sprecht ihr über den Vater und über all das, was passiert ist? Nun ja, wir haben es größtenteils eigentlich totgeschwiegen. Der Einzige, mit dem ich darüber spreche, ist mein älterer Bruder. Dieses Jahr wird er 31, der hat die ganze Sache natürlich noch ein bisschen anders mitgekriegt, weil er zu dem Zeitpunkt schon komplett aus dem Haus war. Machst du deiner Mutter in gewisser Weise Vorwürfe, dass sie deine erste Mahnung, die du damals geäußert hast, nicht ernst genommen hat? Nein, weil sie sich danach entschuldigt hat. Wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war ich in Bochum bei meiner damaligen Freundin. Und wir saßen abends bei ihr und dann klingelte mein Handy. Ich denke so, wer will denn um die Uhrzeit was von dir? Es war nach 10 und naja, da war meine Mutter dran und sie sagte nur, du hattest recht. Ich so, wie? Weil ich total... Kam da überraschend für dich. Es war einfach, ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Mutter anruft. Ja. Ich so, wie? Ich hatte recht. Er sagte, das mit deinem Vater. Auf jeden Fall hat die Mutter sich dann ja schnell und sofort von ihm getrennt. Ja. Was ja auch folgerichtig ist. Denn mit so einem Mann kann man nicht verheiratet sein, der die eigenen Kinder missbraucht hat. Ja, das Problem ist einfach, die Polizei hat dann mehrfach versucht, ihn festzusetzen, ihn zu verhaften. Und wir haben also wirklich mehrfach versucht, ihn halt aufzuhalten, wenn er auch nicht mehr in der Wohnung war. Aber wir haben halt, er wollte seine Sachen holen und dann haben wir ihm eine schwere Kiste gepackt, haben
dass er halt ein bisschen mehr zu packen hatte und ein bisschen mehr zu schleppen und haben dann die Polizei verständigt. Und also hat sich schon gewehrt dagegen, festgenommen zu werden? Ja, er hat ja nichts davon geahnt, dass er angezeigt worden ist, weil meine Mutter, ach so. Also meine, nachdem die ganze Sache so ein bisschen rausgekommen ist, hat er meine Mutter angerufen und gefragt, ob sie denn eine Anzeige gemacht hat, und hat sie dann gesagt, nein, damit er sich nicht absetzen konnte. Hast du oder hat deine Mutter Angst vor Rache? Ja. 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 Sie hat jetzt wieder geheiratet, meine Mutter, und ist nach Lammerden gezogen, liegt bei Kassel in der Ecke. Und sie hat also wirklich auch alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, dass er den Kontakt nicht findet. Und ich sag mal so, ich persönlich habe Angst davor, weil ich im Endeffekt ihn als Messer geliefert habe. Ich habe ja also wirklich dafür gesorgt, zum Schluss, dass die Polizei ihn auch verhaftet. Also so wie du ihn einschätzt, würdest du dem zutrauen, man weiß ja auch nicht, was die 5 Jahre jetzt mit ihm gemacht haben im Knast, dass der irgendwann auch vor deiner Tür steht und dich bedroht. Ja, das Problem ist, mein Bruder, der hat ihn besucht, weil er natürlich wissen wollte, warum und wieso und warum das alles auf einmal. Und mein Bruder sagte auch, der ist kein bisschen gebrochen. Er war Anfang des Jahres hat er ihn Besuch gehabt. Und er sagte von vorn, er sagte ganz klipp und klar, Basti, der zeigt keine Reue. Und der hat auch. Ich will mal Folgendes vorschlagen, Basti. Ich fände gut, wenn du ein Gespräch, vielleicht auch im Namen deiner Mutter oder vielleicht sogar du mit deiner Mutter zusammen, ein Gespräch mit dem Weißen Ring mal führen würdest. Kennst du den Weißen Ring? Nein, bisher noch nicht. Ja, das ist eine Vereinigung, die sich mit, also eine Opfergemeinschaft, die gerade Leute auch in deiner Situation sehr gut berät. Ich bekomme immer wieder sehr gute Rückmeldungen. Ja. Da würde ich dich gerne versorgen lassen, jetzt mit einer Information, mit einer Telefonnummer oder einer Adresse. Ja. Dass du einfach mal mit denen redest. Die Leute sind sehr erfahren und professionell und vielleicht gibt es den einen oder anderen sehr guten Ratschlag für dich, wie du dich verhalten sollst, zum Beispiel auch wenn er plötzlich mal vor deiner Tür steht. Ja, wie gesagt, ich habe also wirklich panische Angst davor, weil wie gesagt, die Polizei hat mehrfach versucht, ihn festzusetzen und es hat immer wieder nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Wir haben uns dann von der Kripo eine Durchwahl geben lassen, sodass ich sofort den Zuständigen am Apparat habe. Verstehe, das ist aber schon ziemlich ernst, wie du es jetzt gerade beschreibst. Und dann bin ich mit meiner Mutter zusammen zu seiner Firma gefahren, weil er LKW-Fahrer war. Lass mal die Einzelheiten, Basti. Ich finde, du solltest auf jeden Fall mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Ja. Wir werden dich, ich bitte dich jetzt gleich aufzulegen, und wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen, das heißt meine Kollegin, die Sabine, ja, und wird dich diesbezüglich informieren, und du kannst mit Sabine auch noch ein bisschen eingehender sprechen. Okay? Ja, ist in Ordnung. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, schönen Gruß an deine Mama. Dankeschön und mach weiter so. Dankeschön, Basti. Tschüss. Ciao. Holger ist hier. Holger ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Holger. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, ich bin Ostersamstag vor einem Jahr gestorben. Du bist Ostersamstag vor einem Jahr gestorben? Ja. Aber wir beide unterhalten uns ja noch. Wir unterhalten uns. Das heißt? Das wurde beobachtet, das ist vor einem Bistro passiert. Ich kam vom Einkaufen, das war um die Mittagszeit. Mir wurde plötzlich schwindelig. Es war noch ein freier Tisch draußen. Ich habe überlegt, setzte dich da im Moment hin und wartest ab, bis der Schwindel vorbei ist, oder gehst du nach Hause? Meine Wohnung war von da noch 30 Meter ungefähr entfernt gewesen. Ja. Entscheidung konnte ich keine mehr treffen, ich bin tot umgefallen. Was war geschehen? Das war ein Hinterwandinfarkt, also ein Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt. Du bist auf der Stelle umgekippt. Auf der Stelle. Und warst vorher, ich hatte nie Herzbeschwerden. Und ohne irgendwelche Ankündigungen, ohne Schmerzen, ohne irgendwas. Ich bin schwindelig, ich bin tot umgefallen. Und du warst auf der Stelle klinisch tot? Auf der Stelle tot. Das ist ja unglaublich. Auch wenn du hast überhaupt keine Beschwerden vorher, gar nichts. Nie. Kein gesunder Mann. Was ich immer hatte, das war erhöhter Blutdruck, aber die Mittel, die mir da verordnet wurden, habe ich nie genommen, weil die haben mich mal müde gemacht. Ja. So, dann vermute ich mal, dass die Leute da gleich einen Rettungswagen angerufen haben. Ich habe gleich angerufen, Notarzt kam und trotzdem war ich aber noch 20 Minuten tot. Also
Du warst 20 Minuten tot. Dieser Elektroschocker wurde 5-mal angesetzt. Und beim 5. Mal wurde mir von Augenzeugen hinterher berichtet, dass dann wohl mein Bein in die Luft flog und dass ich dann wieder... Du bist aber während dieser Zeit von den Rettungskräften vermutlich künstlich beatmet worden. Nein. Ja, aber das, hält das Gehirn aus, 20 Nein. Minuten keinen Sauerstoff Nein. zu kriegen? Hält es nicht aus. Habe ich nicht mal gelesen, dass man nach 3, 4 oder 5 Minuten das Gehirn schon irreparabel geschädigt ist? Die Ärzte haben mir gesagt, die Grenze liegt bei 20 Minuten. Doch so lange. Und ich lag also danach noch 2 Wochen im künstlichen Koma. Moment mal, diese 20 Minuten des Todseins, warst du da noch da quasi auf der Straße vor dem Bistro oder im Rettungswagen? Ja. Nee, ich weiß es nicht, wie lange ich da auf der Straße lag und wann ich dann im Notarzt war. Natürlich, das kannst du auch nicht wissen, ja. Es wurde mir also berichtet, beziehungsweise meine Tochter, die hat das alles niedergeschrieben, um das persönlich auch verarbeiten zu können. Danach lagst du im Krankenhaus noch im Koma, wie lange? 2 Wochen. 2 Wochen. Und wie geht es dir heute? Gut. Gut, du bist völlig fit? Völlig fit. Keine irgendwelche Gehirnschäden, dass du nicht. Keine guten Erinnerungen hast oder Sprachschwierigkeiten hast, Formulierung? Gar nichts. Das ist ja spektakulär. Normal muss man als Tote halt einen Führerschein abgeben, den durfte ich behalten. Ich musste nach 2-monatigen Krankenhausaufenthalt halt eine 2-stündige Prüfung machen bei einem Psychologen und da wurde halt alles getestet, was eben zum Führen eines Fahrzeuges notwendig ist. Und alles ging gut? Und das hat alles geklappt. 20 Minuten tot, klinisch tot. Ja. Hast du irgendeine Erinnerung an diese Zeit? Oder an diese... Diese Zeit, wenn man tot ist, ist man tot. Hat man keine Zeit, du hast recht. Ich habe eine Erinnerung an den Übergang vom Leben zum Tod. Wie war der? Ich habe meine Eltern, die sind beide schon tot, nochmal gesehen. Die waren, ich möchte sagen, das war ein küchenähnlicher Raum, in dem die beide standen. Meine Mutter hat mir die Tür aufgemacht, mein Vater stand dahinter, hat in irgendeiner Schublade rumgekramt und hat irgendwelche Bastelsachen gesucht. Das war halt immer ein Hobbybastler. Ich habe meinen toten Onkel wieder gesehen. Und dann war nichts mehr, dann war es dunkel. Und alle weitere Erinnerung ist die Dunkelheit. Ja, das ist alles dunkel gewesen. Das hört man ja oft von Leuten, die so etwas erlebt haben wie du, dass so dieses Leben oder Teile des Lebens nochmal so ganz schnell an einem vorbei spulen. Das habe ich nicht mehr erlebt. Aber immerhin hast du deine Eltern gesehen. Ich habe meine Eltern nochmal gesehen, ja. Hat dieses, das ist ja fast schon ein mystisches Erlebnis, was du da gehabt hast. Hat das eine Nachwirkung? Nein, gar nicht. Ich erkläre mir das einfach damit, das waren die letzten Zuckungen von meinem Hirn, die da noch vorhanden waren, bevor das dann auch abgestorben ist. Das ist klar. Ich meine jetzt, nachdem du dann wieder völlig gesund geworden bist, hat dieser Vorfall, der ja nun schon ein sehr einschneidender Vorfall in deinem Leben ist, immerhin wärst du fast gestorben, hat der eine Wirkung, eine Nachwirkung? Das Ganze hat Auswirkungen auf mein Leben schon, ja. Inwiefern? In religiöser Hinsicht zum Beispiel. Erklär's mal. Ich habe mit der Religion abgeschlossen, die gibt es für mich nicht. Es gibt für mich keine Götter. War das vorher so oder jetzt? Das ist jetzt so, vorher war es anders. Ach, man hört es eigentlich immer umgekehrt, dass die Leute nach einem solchen Nahtoderlebnis religiös werden. Du hast deine Religion verloren. Ich habe von der Religion abgewandt, es gibt keine Götter. Warum? Man kommt in ein Nichts, es ist Ende, es ist einfach aus. Der Mensch ist genauso ein Lebewesen wie jedes andere Tier auf der Welt auch, für die es auch keinen Gott gibt. Und das Leben ist damit beendet, mit dem Tod ist das Leben beendet. Und du hast vorher anders gedacht? Ich habe vorher anders gedacht. Ich habe das geglaubt, was mir die Kirchen erzählt haben. Du hast geglaubt an ein Leben nach dem Tod, ein Paradies, was immer das auch sein mag. Ich habe mich informiert, ich habe die Bibel gelesen, ich habe den Koran gelesen, ich hab mich da umgeschaut, aber es ist jetzt nach diesem Erlebnis ist alles ganz anders. Nun ist ja der Glaube an ein Leben danach etwas Tröstliches. Das nimmt einem ja die Angst auch vor dem Tod. Richtig. Jetzt hast du diesen Glauben nicht mehr. Den habe ich nicht mehr. Lebst du mit einer größeren Angst? Nein. Ich habe keine Angst mehr vom Tod. Weil? Weil ich den Tod schon erlebt habe. Aber der Tod ist ja nichts. Und nichts ist ja schlimm, oder? Zu allem gehört ein Ende. Zu allem, was anfängt, gehört ein Ende. Das ist immer so. Also du würdest sagen... Das wird irgendwann enden. Das
gehört zu jedem Lebewesen, das auf die Welt kommt. Das gut, das ist so eine vernunftsmäßige Überlegung. Die nimmt aber vielen Menschen noch nicht die Angst, indem man sagt, ja, alles hat mal ein Ende. Na gut, da kann ich auch noch nicht viel mit anfangen. Aber interessant finde ich bei dir wirklich, dass du diesen umgekehrten Schritt gegangen bist. Heißt das wirklich, dass du jetzt so sagst, ich bin 52, also wenn ich in einem Jahr sterbe, ist es... Ich bin 80 Jahre alt, das hat mir eine Stimme gesagt, als ich da in dem Übergang vom Leben zum Tod war. Habe ich eine Stimme gehört. Aber wenn nichts da ist, kann auch keine Stimme da sein. Normal nicht, das ist noch ein bisschen, da bin ich noch am Überlegen, woher die kam. Ach so. Das weiß ich noch nicht so genau, da bin ich mir noch nicht so schlüssig, aber die Stimme hat mir gesagt, ich werde 80 Jahre alt. Und da ist ja ein Rest Spiritualität bei dir doch noch geblieben, ne? Ja, ja. Aber ich habe diese Stimme wirklich gehört. Mhm. Aber kein Glauben an Gott, kein Glauben an eine weitere Existenz nach dem Tod. Mehr. Das ist weg, das ist weg. Ich frage nochmal, fühlst du dich seitdem verlorener in der Welt? Einsamer. Einsamer. Einsamer schon. Einsamer schon. Weil, naja, man ist für sich, man ist auf sich alleine gestellt. Man ist für das, was im Leben passiert und geschieht, eigenverantwortlich. Ja. Man kann es nicht mehr abschieben. Ja, ja. Viele Leute sagen ja auch, wenn sie so schwere existenzielle Erfahrungen gemacht haben, dass sie das Leben danach insofern anders bewerten, dass sie sagen, ich weiß jetzt jede Minute noch mehr wert zu schätzen. Ist das bei dir auch so? Nein. 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 Warum nicht? Weil die letzten Jahre meines Lebens eigentlich nicht so glücklich waren. Es wäre mir im Prinzip jetzt auch egal, ob ich dann... Es war ein schöner Tod, den ich gehabt habe. Allerdings, ja. Ein schmerzvoller, ein gnadenreicher Tod wäre das gewesen. Ja, ich habe es nicht gewusst, dass ich sterben muss. Ich habe nichts gemerkt davon und ich war einfach tot. Nein, die letzten Jahre waren nicht ganz so glücklich in meinem Leben. Ja. Dieses Jahr jetzt, es ist ja jetzt ein Jahr vergangen ungefähr. Ja. Ist das denn ist das ein besseres Jahr für dich gewesen als vorher? Nein. Auch nicht? Nein. Also da ist wirklich der Gedanke da, auch wenn ich gestorben wäre, wäre auch okay. Wäre auch okay. Ist sehr ernüchternd, was du erzählst. Und das ist die Tatsache. Ja, wenn du es empfindest, natürlich, ja klar. Ich meine es nicht kritisch. Ich bin nur erstaunt darüber, weil ich das sonst meistens mal anders höre. Naja, aber es ist wahrscheinlich für deine Einschätzung realistisch. Und wenn man das erlebt hat, die letzten Jahre, das, was ich erlebt habe, dann bleibt nichts anderes übrig. Bist du in einer Beziehung? Nein. Nee. Hast du Kinder? Vier Stück. Vier Kinder? Ja. Gute Beziehung zu den Kindern? Nein. Nee. Was machst du vom Beruf? Hartz-IV-Empfänger zur Zeit. Ich bin gelernter Augenoptikermeister. Ja. War 16 Jahre selbstständig. Ja. Es fing damit an, dass halt die Familie zerbrach. Dann zerbrach die Existenz, die Altersversorgung und all das. Wenn du das so eher schattig siehst, alles, gibt es in der Überlegung, dass du sagst, okay, das ist für mich so eine ganz klare Analyse, ich würde auch meinem Leben selbst ein Ende setzen? Nein. Das nicht? Nein. Warum nicht? Das hat schon mein Hausarzt vermutet, dass ich sowas mal machen würde, weil er diese ganze Problematik kennt, aber auch dem musste ich das verneinen. Dem habe ich halt gesagt, mir fehlt der Mut dazu, mir das Leben zu nehmen. Aber jetzt weißt du ja, dass gar nichts Schlimmes passiert. Es ist zu Ende. Ja. Aber dazu lebe ich eigentlich viel zu gern noch. Ne? Das ist ein Satz. Das ist ein Wort. Es macht trotzdem noch Spaß. Ja, ja. Ja, ich habe auch nur gefragt, aufgrund dessen, was du vorher erzählt hast. Ja, nee, ja, trotzdem das Leben geht weiter. 20 Minuten tot gewesen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Naja. Ich habe es auch hinterher gemerkt, ne? Aber ich will dir mal sagen, was für ein, egal ob es nun Gott ist oder ein Schicksal oder was auch immer, was für ein... Mehrfach Glück gehabt. Aber hallo, dass du dann auch so gesund, du hättest ja auch als Schwerstbehinderter weiterleben. Das wurde meiner Tochter gesagt, ja, als ich im Koma lag, also wir wissen nicht, was aus dem wird. Es kann ein Pflegefall werden, der kann behindert bleiben. Ja. Und aufgrund dieses Glücks, das du gehabt hast, entsteht da nicht so eine Demut dem Leben gegenüber? Demut? Wer hat dafür gesorgt, dass das gekommen ist? Das war der Notarzt.
Ja, du bist ein knallharter Realist. Das ist so. Ja. Ich lebe hier in Hessen und mir wurde hinterher erzählt, in Hessen sind wir in der Lage, oder ist der Notarzt in der Lage, in solchen Fällen Mittel zu spritzen, das in anderen Teilen von Deutschland nicht erlaubt ist. Ja, in Hessen steht man gut da. Ja. Habt zwar keine funktionstüchtige Regierung, aber ja, diesbezüglich läuft es gut. Ja. Also Holger, das fand ich sehr interessant, mit dir zu reden, weil das einen ganz anderen Aspekt mal auf diese Thematik für mich auch geworfen hat, den wir so hier in dieser Sendung, glaube ich, bisher selten gehört haben. Ja, ja. Danke dir sehr herzlich, dass du angerufen hast. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute. Gleichfalls, danke. Dankeschön. Tschüss. Hier ist die Barbara und Barbara ist 36. Hallo Barbara. Ja, hallo Domian. So, du bist da. Erinnerst dich vielleicht noch an mich? Nee. Barbara also, heißen viele Frauen. Vor anderthalb Monaten schon mal angerufen, da ging es um meinen Brustkrebs. Ja? Sag mal noch ein paar Stichworte. Positive Energie. Sag mal noch ein paar Stichworte. Ja, und zwar habe ich ja im Dezember die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ja. Und dass sich bei mir so viel Positives geändert hat. Und da habe ich gesagt, ich melde mich bei dir nochmal, wenn es was Neues gibt. Ja. Und es hat sich insofern was Neues ergeben. Lass uns mal, bevor wir zu dem Neuen kommen, nochmal vielleicht anknüpfen, weil natürlich viele Leute damals nicht dabei waren oder sich nicht erinnern können. Diagnose war im Dezember Brustkrebs. Genau. Schlimme Diagnose, die jede Frau natürlich umhaut, wenn sie das hört. Ja, und meine Vorgeschichte war ja, dass ich ein bisschen depressiv angehaucht war. Mhm. Und dass durch diese Diagnose sich mein Leben doch positiv verändert hat. Was ja schon verrückt ist, ne? Dass wenn jemand depressiv angehaucht ist, würde man auch sagen, das zieht die Person noch weiter runter. Bei dir war es anders. Vielleicht beschreibst du es nochmal kurz, warum es bei dir anders war und wie es dann so war. Ja, das fing schon an irgendwie, dass ich meinte, ich müsste mich nochmal irgendwie auf Bild und Papier festhalten. Dass ich meinte, ich müsste jetzt Aktfotos mit 36 nochmal machen lassen, was ich eigentlich nie vorher hab machen lassen. Ja, genau. So eine Art Vorschlusspanik bekam und dadurch irgendwie meinte, jetzt muss ich irgendwie alles nochmal erledigen, was jetzt nicht unbedingt mit dem Tod in Verbindung hängt. Mir war klar, das packst du und du schaffst das, aber letztendlich irgendwo hat sich diese Depressionsstimmung erstmal in so eine Lebensenergie ist komplett umgeschlagen. Entwickelt. Genau. Was sehr ungewöhnlich ist. Also ich finde es ungewöhnlich. Ich habe es noch nicht gehört, vielleicht gibt es das ab und zu, aber ich habe es noch nicht gehört. Was hast du denn nun bis heute an medizinischen Dingen getan? Ja, ich hatte dir ja auch schon erzählt, dass ich die Chemotherapie mache. Dann bekomme ich morgen meine allerletzte Anwendung. Ah. Party, hurra! Ah. Und damals der Anruf war eigentlich für mich aufzurufen, gerade junge Leute, weil du auch sagtest, ne, Männer, die eventuell dann auch Brustkrebs bekommen können, egal ob Männlein oder Weiblein, wer irgendwas spürt, sollte schnell gehen, sei es zum Hausarzt, Frauenarzt und da direkt sich untersuchen lassen. Gab es eine Operation bei dir? Die kommt in 4 Wochen. Die kommt in 4 Wochen nach der Chemotherapie. Und, mein Anruf geht eigentlich jetzt darum, dass ich dir sagte, dass ich mich melde. Ich habe Arbeit bekommen durch diesen Brustkrebs. Ach, jetzt erzähl aber. Und zwar, du warst vorher arbeitslos. Ich war vorher arbeitslos. Ja. Hattest du einen Beruf davor wiederum da? Ich bin eigentlich Reiseverkehrskauffrau und bin im Telefonverkauf gelandet, weil ich war jung und brauchte das Geld. Ja, okay. Und jetzt bin ich mit einem Taxiunternehmen, fahre ich regelmäßig zum Krankenhaus. Ja. Und wie du vielleicht auch so drauf bist, man unterhält sich mit den Fahrern, ist nett. Und irgendwie hat sich in dem Unternehmen rumgesprochen, boah, hör mal, die ist ja tough, ne? Weil ich wollte eigentlich mit diesen Aufnahmen, mit den Aktfotos, kam ich dann auf die Idee und denke, nein, mit Glatze könntest du mal Bodypainting machen. Mhm. Also Körperbemalung. Genau, und habe da ein paar Fotografen angerufen, die waren auch ganz angetan und da ich muss unbedingt Geld verdienen und wenn man positiv eingestellt ist, braucht man ein bisschen Geld und so. Ne? Mhm. Und dann haben die wohl im Unternehmen einen Funker und einen Telefonisten gesucht. Ach, und das bist du jetzt? Und das bin ich jetzt. Ja, die haben dann gesagt, ja, hier, die Barbara ist gut drauf. Das ist ja auch schon wieder eine irre Geschichte. Ist jemand so schwer krank, hängt vorher völlig in den Seilen, depressionsmäßig, und blüht durch die Krankheit auf und hat sogar jetzt noch einen Job. Hammer, ne? Und hast so viel Energie, die dir natürlich hilft in der Bekämpfung dieser Erkrankung. Ja, ich muss schon aufpassen, dass ich keinen Höhlenflug kriege. Ja, ich glaube, es kann gar nicht genug positive Energie geben. Wie erklärst du dir denn so, anders gefragt, vorher gefragt, wie lange vorher warst du eher so ein depressiver Mensch? Oh,
das war sehr lange. Ich war auch so Magersucht angehaucht. Also immer schwierig irgendwie, das ganze Leben. Immer, ja, so eigentlich von klein auf. Von klein auf. Ich war aber depressiv, eigentlich richtig depressiv, so nachdem ich meinen letzten Job verloren habe, 2003. Da hat's mich immerhin, 2003 ist schon eine ganze Weile her. Genau. Wie erklärst du dir das denn, dass du, die du eigentlich ganz anders drauf bist, vom Typ her sogar, weil du so viele Jahre eher schlecht drauf warst, dass sich das jetzt so umgedreht hast? Wie kommt das? Kann ich dir genau sagen. Und zwar, wer 5 Jahre auf Sparflamme fährt und Freundeskreis runterfährt, Arbeit nichts mehr hat, finanziell runtergefahren ist, also auch nicht mehr so shoppen gehen kann und alles, ist klar, sobald da irgendwie sich was verändert, sei es ein Freundeskreis etc., irgendein einschlagendes Erlebnis, wenn man ganz tief fällt, muss es irgendwann auch wieder hoch. Ja, aber das Interessante ist ja, dass du durch diese Krankheit, könnte man ja meinen, noch tiefer gefallen wärst. Nee, tiefer geht ja nicht mehr als kurz vom Ende. Ist ja Sparflamme. Und wenn du dann noch auf Energiesparen einschaltest. Die Barbara ist ja drauf. Ist die Barbara eigentlich, habe ich vergessen, du bist Solo, ne, glaube ich? Nee, ich habe einen Freund. Ach, du hast einen Freund. Aber ich denke mal, vielleicht ist das Nächste, was ich angehe. Das heißt, du willst dich von einem Freund trennen? Ja, das hat sich bei uns in der Beziehung auch ein bisschen verändert. Also. Der mochte lieber die depressive Barbara? Nee, ich bin schon die positive, aber mein Freund irgendwo zieht jetzt irgendwie nicht so mit. Ach so, das heißt, der ist ein Bremsklotz, mal böse ausgedrückt. Ja, ich versuche das jetzt zu analysieren. Ich meine, ich bin jetzt viel beschäftigt mit meinem neuen Job, mit meinem neuen Leben, aber irgendwie merke ich, das hat sich natürlich in der Beziehung auch ein bisschen verändert. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? 8 Jahre. 8 Jahre, ja. Das ist natürlich jetzt der nächste Punkt, aber ich sag mal, ich will mich von diesem Punkt nicht auch noch runterziehen lassen. Verstehe. Spekuliere ich irgendwie. Ich meine, ich habe meine eigene Wohnung, so gesehen, mein Leben ist aufgebaut und der Bremsklotz irgendwie, entweder tut sich da jetzt noch was, also wir sind da so ziemlich auf der Kippe. Musst du in deinem Sinne regeln, das ist ein ganz klar, eindeutig. Dieser Job, ist das ein richtig Fulltime-Job? Also erstmal, ich bin ja momentan auch noch krank. Ich mache jetzt so einen leichten Einstieg, dass ich erstmal so für ganz leicht da reinkomme. Es ist ja auch einiges zu lernen. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Also ich sag mal, einen Monat musst du das schon einsteigen. Ja. Also du steigerst dich so stundenmäßig da jetzt rein. Genau, mit der Option dann, wenn ich wieder gesund bin, da auch fest einzusteigen. So, jetzt ist die Chemotherapie, die ist jetzt bald zu Ende. Ja. Und dann gibt es die OP. Die OP bedeutet, was wird bei der OP gemacht? Ja, also die operieren brusterhaltend. Ich habe mich noch nie auf eine OP so gefreut wie auf diese. Warum? Dass ich diesen schäbigen Tumor dann auch loswerde. Dass der rauskommt, ja. Und ich meine, gut, danach wird noch einiges passieren. Ich bekomme noch Bestrahlung, Reha-Maßnahmen. Also bezieht sich im Endeffekt, bis ich wieder ganz komplett so bin wie vorher, bis auf ein paar Narben. Dauert durchaus 2 Jahre. Aber ich glaube, dass durch die Art, die du jetzt hier so ausstrahlst und die du auch schon ausgestrahlt hast in dem ersten Gespräch, dass du da vielen Frauen, vielen Menschen, die krebserkrankt sind, Mut machst. Das kann nicht jeder, Mensch kann natürlich nicht so sein. Aber trotzdem macht das, glaube ich, ein bisschen Mut, wenn man das so hört, dass jemand das so angeht und so erfolgreich positiv angeht. Erinnerst du dich jetzt? Woran? An unser Gespräch. Ja, natürlich erinnere ich mich. Ja, klar. Ja, super. Ja, ich meine, bei dir rufen so viele Leute. Ja, aber so lange ist es ja noch nicht zurück. Ich will auch verziehen. Nein, mit Barbara, da habe ich mich nicht erinnert, aber natürlich an die Geschichte schon, ja. Das ist sowieso manchmal ganz witzig. Ich habe manchmal Geschichten noch im Kopf, die viele Jahre zurückliegen, wenn ich so ein Stichwort höre. Natürlich nicht alle, aber manche schon. Ich habe schon gesagt, wenn es nicht funktioniert, ne, mit meiner Krebserkrankung, dann melde ich mich wieder, aber das wäre ja paradox gewesen. Ne? So, wir drücken dir die Daumen, dass die OP gut läuft und dass das alles einfach nur so gut weiterläuft, wie du es gerne möchtest und wie du es eingefädelt hast. Ja. Und auf in ein neues Leben weiterhin, ne? Vielen lieben Dank und wenn sich was Neues auftut, melde ich mich. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Barbara, alles Gute, viel Glück. Okay, tschüss. Danke, ne? Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ciao. Hier ist der Marcel. Marcel ist 20, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Oh, ja, freut mich auch. Also ich gucke deine Sendung sehr oft, hat mich gewundert, dass ich mal hier so schnell rankomme. Ja, umso schöner. Ich habe eine Geschichte dir zu erzählen, die mich ganz schön bedrückt. Ich bin gespannt, erzähl. So, und zwar, ich bin jetzt mit meiner Freundin 1 Jahr zusammen. Ja. Also die ersten 8, 9 Monate super. Mhm. Ja,
Ja, dann ging es so langsam bergunter und jetzt die letzten anderthalb Monate ist total schlimm. Also ich muss jeden Tag Angst haben, dass sie mit irgendwelchen anderen Typen ist. Dass sie mit anderen Typen was? Unterwegs ist? Dass sie mit anderen Typen unterwegs ist. Och. Weil es ist seit anderthalb Wochen so, es war, hat irgendein Wochenende einfach so unerwartet angefangen, dass sie halt mit ein paar Freunden, mit so ein paar Typen, die bei ihr irgendwie in so einer Maßnahme hat sie gemacht vom Arbeitsamt. Und da waren halt so ein paar Jungs dabei. Und dann hat das angefangen, dass sie ein Wochenende mit denen zusammen in die Diskothek gegangen ist. Ja. Fand ich schon nicht so gut, habe ich gedacht, na gut, okay, meinetwegen. Und jetzt wird das immer schlimmer. Und zwar ist da ein Typ dabei, der hat ihr jetzt ihre Liebe gestanden, wie ich rausgekriegt hatte. Wie hast du es rausgekriegt? Von wem? Über das was? Das war früher mal ein Freund von mir. Ja. Ja, und dann war ich mit dem im Streit, weil ich das schon mitgekriegt habe, dass da irgendwas sich anbahnt. Und der hat dir das erzählt? Und sie hat es mir selber erzählt. Ach so. Um praktisch, wo wir mal Streit hatten, mich unter Druck zu setzen, meinte sie halt, ja, aber dieser ja, der liebt mich und der würde alles für mich tun und dies und das. Und in letzter Zeit ist es öfters so, wenn ich zum Beispiel mal am Wochenende bei ihr mal abends anrufe, geht sie ans Handy nicht dran oder drückt mich weg. Dann rufe ich bei ihr auf Festnetz an, gehen ihre Eltern dran, frage ich, kann ich mal meine Freundin, also Sarah, sprechen, sagen die Eltern, nee, die ist nicht da, die ist mit irgendwelchen weggefahren. Ja. Und sowas ist jetzt halt schon öfters. Und wenn ich sie dann am nächsten Tag darauf anspreche, sage ich, sag mal, wo warst du denn? Wieso bist du nicht an dein Handy gegangen? Ja. Ich habe geschlafen. Also Lüge. Dabei war sie überhaupt nicht zu Hause, weil die Eltern mir gesagt haben, sie war nicht zu Hause, sie war unterwegs. Verstehe. Komisch ist ja auch, dass ihr eigentlich verbringt man ja die Wochenende schon zusammen. Genau, das ist das Problem. Das ist in letzter Zeit auch nicht mehr so, dass ich habe immer Angst, dass sie heimlich weg ist. Es ist öfter so, dass ich sie anrufe, sie nicht drangeht. Das ist in letzter Zeit ganz komisch. Und dann ist was passiert, das muss ich dir erzählen, da fällst du aus allen Wolken. Aha, erzähl. Und zwar, letzte Woche war das, das heißt letzte Woche, ist jetzt 5-6 Tage her, klingelt es bei mir nachts um 2 an der Tür. Ich gehe runter, mach die Tür auf, krieg die Tür an den Kopf getreten, kommt einer rein und hält mir eine Pistole an den Kopf. So. Und dann waren da 3 Typen und da meinte der eine zu mir, mit der mir die Pistole am Kopf gehalten hat, ja, pass mal auf, du bist doch der Freund von so und so. Das da hinten ist ihr Ex-Freund, der will sie zurückhaben und halt dich bloß von ihr fern. Ach du lieber Himmel. Hat bei mir unten eine Scheibe eingeschlagen. Ach du lieber Himmel. Hat einmal mit der Knarre da rumgeschossen und sind ins Auto wieder abgehauen. War das eine Schreckschusspistole? Gaspistole, meinen Polizisten. Hat halt ganz schön auch gestunken und so. Es war halt ein Schreck, weil er sitzt halt immer noch ganz schön. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, hast du mit ihr darüber gesprochen? Dann habe ich sie natürlich darauf ich wollte sie natürlich dann kurz darauf direkt anrufen. Ja. Wieder gleiches Spiel. Sie ging nicht an ihr Handy dran, habe ihre Mutter angerufen, die war total geschockt. Ist in ihr Zimmer gegangen, hat geguckt, sie war wieder nicht zu Hause. Das war ja eine tiefe Nacht, als du da angerufen hast. Ganz genau. Und dann hast du die Eltern rausgetelefoniert? Genau, und ich habe ihre Eltern angerufen, die haben gesagt, die musste zu Hause sein, haben im Zimmer geguckt, sie war nicht da. Aber die waren die Eltern doch sauer, wenn du nachts um 2 bei den Eltern anrufst, oder? Nee, die Eltern, die sind ganz nett, die meinten, es ist in Ordnung. Okay. Mit denen kann man reden. Okay. So, ja, und dann, also, sie war nicht da. Ja. Nächsten Tag habe ich sie dann irgendwann später erreicht, habe mit ihr gesprochen. Meinte sie, ja, ich war mit ein paar Kumpels unterwegs, aber ich habe damit nichts zu tun, ich weiß davon nichts. So, Marcel, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist denn das für ein Zustand da bei euch? Ja, das klingt aber alles danach, als wäre diese Beziehung fast schon kaputt. Ja, ich dachte immer, dass sie meine große Liebe ist, aber in letzter Zeit ist es echt schlimm und alle meine Freunde merken auch, wie fertig ich bin und sagen zu mir, was lässt du dir mit dir machen? Und ja, hast du die entscheidende Frage ihr gestellt? Liebst du mich noch? Ja, sie sagt eigentlich meistens ja, manchmal sagt sie auch gar nichts. Das ist komisch geworden. Wie? Sie sagt eigentlich der meistens... Der Knaller war ja auch, ich hatte dir ja gerade von diesem Typen erzählt, wo ich meinte, dass ich weiß, der war mal ein Freund von mir, dass der was von ihr möchte. So, und dann habe ich halt rausgekriegt, erstmal am Anfang hieß es, ja, der hat mich nur mal umarmt, mehr war da nicht. So, dann hatten wir gestern wieder Streit, dann hieß es, ja... Und ich kann dir ja mal ein Foto zeigen, wo er mir einen Kuss auf die Wange gibt. Ja. Und dann sage ich, ist da noch irgendwas anderes? Da guckt sie mich an, fängt an zu lachen und sagt, wenn da noch irgendwas wäre, dann würde ich es dir bestimmt nicht sagen. Ja, Marcel, was willst du denn noch? Was willst du mit der Frau noch? Ja, das stimmt schon. Was willst du mit der? Wie? Es stimmt schon. Es ist einerseits alles klar, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Es lief 9 Monate ja, vor und es ist echt klar, schwierig. Klar kenne ich das.
klar kenne ich das. Aber die macht ja Meckes mit dir. Ja. Die nimmt dich ja null ernst und hat null Respekt vor dir. Ja, ich kann keine Minute mehr sicher sein, ob sie wirklich zu Hause ist oder wieder mit irgendjemandem unterwegs ist. Gibt es denn außer Streit und gibt es noch nette Situationen zwischen euch im Moment? Ja, es gibt ab und zu tolle Sachen. Wir waren zum Beispiel, heute haben wir uns kurz getroffen, waren wir kurz im Kino, haben uns einen Film angeguckt. Aber wenn ich dann wieder sie darauf anspreche, ganz ruhig, dann nach dem Kino saß da noch ein bisschen, habe ich sie darauf angesprochen, sage ich, sag mal, was ist denn das immer mit den ganzen Jungs? Mhm. Ich möchte nicht, dass du mit Jungs bist und sowas. Mhm. Dann sagt sie halt zu mir, ich will gar nicht, dass du mit dem Thema anfängst, sonst fahre ich gleich wieder nach Hause. Ach ja, also Marcel, so darfst du dich nicht behandeln lassen. Die Dame muss mal ein bisschen mehr Respekt vor dir lernen. Ja, und ich glaube, die hat einfach, die hat das gewittert, dass sie es mit dir machen kann. Und die kann es ja auch mit dir machen. Das sagen alle. Ja, da musst du jetzt aber, da müssen dich alle und meine Person eingeschlossen, dir mal heftig in den Hintern treten, dass du da ihr eine Grenze aufzeigst, dass das so nicht geht. Also das mit der Pistole war ja immer noch der Knaller. Ja, das ist unglaublich schlimm. Ich bin gesagt noch nicht sicher, ob sie damit was zu tun hat. Gut, das weiß man nicht. Wollen wir sie nicht beschuldigen? Ich meine, wenn sie damit noch etwas zu tun hätte, dann müssen wir ja keine Silbe mehr miteinander reden. Das stimmt schon. Aber so wie du mir jetzt den Fall geschildert hast, sehe ich da wirklich schwarz für eure Liebe. Und ich finde, dass du ihr da schon klar sagen sollst, pass mal auf, Mädel, entweder du konzentrierst dich wieder auf unsere Beziehung oder wir lassen es. Und wenn die dann sagt, ja, dann lassen wir es, dann weißt du, aber hast du eine klare Ansage. Wenn die dann sagt, ja, okay, dann bedeutet das, dass du der so scheißegal bist. Und dann darfst du dich... Man hat auch Angst. Man kann sich zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, wenn man mit der auseinander ist und sieht sie irgendwann mit jemand anders, kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Scheißgefühl ist. Musst du durch. Ja, im Moment hast du auch ein Scheißgefühl. Ja, aber richtig. Im Moment wirst du gedemütigt und getreten. Ich mache mir alle 5 Minuten Sorgen, wo ist sie gerade? Ja, ich bin ja, das geht teilweise nicht. Psychisch schon ein bisschen kaputt. Ja, du musst jetzt die Reißleine ziehen. Das geht ja so nicht weiter. Stell sie knallhart vor die Alternative. Entweder wieder alles so wie früher bei uns beiden oder Schluss. Alles klar. Und dann musst du es durchziehen. Dann darfst du nicht ihr hinterher dackeln. Weißt du, wenn du schon diese große Drohung aussprichst, ich mache Schluss, dann musst du es auch machen, weil du sonst an Glaubwürdigkeit verlierst. Und dann, was mich noch zu machen, muss ich noch ganz schnell beifügen. Bitte. Was mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich hatte dir erzählt von der Sache mit der Pistole da. Und dieser eine, der dabei war, hatte ich ja gesagt, war ihr Ex-Freund. Und ich wusste halt den Namen auch nicht und sowas. Und dann habe ich sie gefragt, kannst du bei der Polizei mir bitte den Namen sagen von deinem Ex-Freund und das mit angeben? Und dann sagte sie zu mir, nee, lass den in Ruhe und ich sag dir den Namen nicht. Alles ganz komisch. Ja, es ist alles ganz komisch. Ich habe nur rundherum ein ungutes Gefühl. Also mach es so, also ich würde es so machen, wie ich es hier gerade gesagt habe. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Du musst jetzt ein Kerl sein und durch, auch wenn das weh tut. Ja. Marcel. Alles klar. Ich wollte fragen, kann ich ein Autogramm von dir bekommen? Ja, sehr gerne. Da musst du aber auflegen und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, okay. Dankeschön. Alles Gute. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Maurice ist hier, Maurice ist 18. Guten Morgen. Hallo Maurice. Hallo Domian. Machst du bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise? Ja. Okay. Maurice, um was geht's? Um meinen verstorbenen Sohn. Um deinen verstorbenen Sohn? Ja. Du hast schon einen Sohn gehabt. Ja. Wann ist der? Ja, gehabt. Und zwar eine Ex-Freundin von mir, die das Kind von mir hatte. Mhm. Die hat's geboren, hat eine Zeit lang bei ihr gewohnt. Und halt stopp, du hast bei ihr gewohnt? Ja, ich bin zu ihr gezogen. Also wir sind dann quasi so zusammengezogen. Ja. So, hinterher hat's nicht mehr geklappt. Ich bin wieder ausgezogen und bin zu meiner Mutter gezogen. Ja. Wurde inhaftiert und habe jetzt vor circa 3 Wochen erfahren, dass sie das Kind verhungern lassen hat. Moment mal, wer wurde inhaftiert? Du? Ich war inhaftiert, ja. Warum? Wegen Körperverletzung. Wie lange warst du inhaftiert? Das waren ein halbes Jahr, nein, drei, vier Monate, genau weiß ich jetzt nicht mehr. Und jetzt hast du erfahren, dass deine Freundin das Kind verhungern hat lassen? Ja, also ich habe es durch die beste Freundin von ihr erfahren. Ist das einer dieser Fälle, den wir in den letzten Monaten in den Zeitungen gelesen haben? Nein. Nein. Es ist noch nicht in der Öffentlichkeit, oder wie? Nein, es wird auch nicht in die Öffentlichkeit kommen. Hm.
Das weiß ich definitiv, weil meine Ex-Freundin sitzt selber jetzt schon in Haft. Wie alt ist das Kind geworden? Bitte? Wie alt ist das Kind geworden? Noch nicht mal ein Jahr alt. Wie? Ich wäre jetzt am 14.04. ein Jahr alt geworden. Warum ist es zu diesem Unglück gekommen? Ich weiß es nicht. Die hat auch schon in der Zeit, wo ich bei ihr gewohnt habe, das meiste Geld für was anderes ausgegeben, anstatt für für Essen. Als für Essen. Und ja. Wie alt ist sie? Sie wird jetzt 18. Und während du bei ihr gewohnt hast, hat sie sich denn da ordentlich um das Kind gekümmert? Ja, wenn ich sie nicht darauf hingewiesen habe, dass sie sich auch mal ein bisschen um den Kleinen kümmern soll, weil ich habe mich die meiste Zeit um den Kleinen gekümmert, weil sie saß, auf gut Deutsch gesagt, faul auf der Couch rum und hat nichts gemacht. Hattest du denn ein schlechtes Gefühl, als du von ihr weggegangen bist? Schon, ja. Machst du dir jetzt Vorwürfe? Vorwürfe nicht direkt, schon, eigentlich schon, aber irgendwie auch weniger, weil wo ich da aus der Wohnung rausgegangen bin mit meinen ganzen Klamotten, habe ich mir schon so gedacht, okay, was kommt jetzt? Und ich durfte das Kind dann auch nicht mehr sehen. Ach so, du durftest das nicht mehr sehen, das Kind? Nein. Wie ist das denn dann aufgedeckt worden, dass das Kind verhungert ist? Das weiß ich selber nicht genau. Wie schon gesagt, ne, die beste Freundin von ihr hatte mich angerufen. Ja, Maurice, ich muss mit dir reden, das und das. Ich so, was ist denn los? Ja, dein Sohn ist verhungert. Ich so, wie bitte? Ja, dein Sohn ist verhungert. So, da war ich erstmal sprachlos und geschockt. Du weißt nicht die Umstände, ob irgendjemand darauf aufmerksam geworden ist, ob das Kind, wo ist das Kind gestorben? In der Wohnung von deiner Freundin oder im Krankenhaus? Ja, in der Wohnung. In der Wohnung? Ja. Du weißt aber nicht, wer dann die Polizei alarmiert hat? Und du weißt gar nichts? Nein. Ich weiß jetzt nur, dass sie selber jetzt für immer inhaftiert ist. Naja, für immer wahrscheinlich nicht, aber sie sitzt jetzt erstmal. Sie hatte jetzt in der Zeit, wo ich in Haft war, schon Gerichtsverhandlung und hat dann eine lebenslange Haft bekommen. Ja. Mensch, du bist erst 18 Jahre alt und hast ja schon so eine Geschichte hinter dir. Ja. Wegen Körperverletzung inhaftiert. Was hast du gemacht? Ich hatte auch was mit meiner Ex-Freundin zu tun gehabt. Da war ein Typ, der hat meiner Ex-Freundin in den Schritt gepackt und hat ihn auch dreimal vorgemahnt, er soll es bitte sein lassen. Ja, und dann habe ich zugeschlagen. Und wie heftig und wie fest hast du zugeschlagen? Ein Faustschlag, das war es schon. Dann ist er zu Boden gegangen und hatte zweifachen Nasenbruch. Hast du einen Schulabschluss? Nein, ich muss ihn noch nachmachen. Was machst du? Ich habe damals die Schule abgebrochen. Wegen dem Kleinen. Was machst du denn? Wie lange bist du jetzt raus aus dem Knast? Auch circa 2-3 Wochen. Ja, ach so. An dem Tag, wo ich rausgekommen bin, habe ich das erfahren mit meinem Kind. Ich wundere mich ein bisschen, geht dir das denn nicht sehr zu Herzen? Es war immerhin dein Sohn. Bitte? Geht dir das denn nicht sehr zu Herzen? Es war doch immerhin dein Sohn. Ja, doch. Ich versuche das ja schon irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich versuche das irgendwie so einigermaßen zu verdrängen, aber ich krieg's nicht hin. Das hängt mir immer im Hinterkopf und ich krieg deswegen immer mal so Zeitpunkte, wo ich drüber nachdenke. Du weißt auch überhaupt nicht, wo das Kind beerdigt ist? Weiß ich nicht. Würdest du das gerne wissen, um mal auf den Friedhof zu gehen? Ja, das probiere ich ja gerade schon rauszukommen. Ich habe schon mit den Eltern gesprochen, die wissen auch weniger wie ich. Die Eltern von ihr? Ja, die wissen weniger als ich. Vielleicht kannst du das über die Polizei versuchen rauszubekommen. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage da ist, ihr wart nicht verheiratet, ob die... Nein, wir waren nicht verheiratet. Nee, ist mir klar, ja, ob die dir Auskunft geben können, ich weiß es nicht, aber versuchen kannst du es ja immerhin mal. Du bist ja nun immerhin der Vater gewesen. Wie lange warst du mit dieser Frau vorher zusammen? Circa anderthalb Jahre ungefähr. Da lernt man jemanden ja schon kennen. Ja, sicher. Also ich habe mich in ihr richtig getäuscht. In der Zeit, wo wir zusammen waren, war die ganz anders als das Kind damals gekommen. Also, das heißt, du hättest ihr so etwas Schlimmes nie zugetraut? Nein. Das ist ja eines der schlimmsten Dinge, die ein Mensch tun kann, sein eigenes Kind vor den eigenen Augen verhungern zu lassen.
Ich kann mir das leider auch nicht erklären. Mhm. Also ist da was ans Tageslicht gekommen von diesem Mädel, was für dich auch vorher völlig fremd war? Ja. Mhm. Wo lebst du jetzt? Lebst du bei deiner Mutter, bei deinen Eltern? Ja, noch lebe ich bei meiner Mutter. Mhm. Und planst jetzt aber einen Schulabschluss nachzumachen? Also ja, ich muss jetzt auch fürs Arbeitsamt noch eine Arbeit annehmen und dann werde ich im Sommer auf die Eis gehen. Ja, hattest du jetzt durch diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, zum ersten Mal mit der Polizei zu tun oder vorher auch schon mal? Nee, das doch zum zweiten Mal mit der Polizei hatte ich das zu tun, wegen mir selber. Das heißt, jetzt ist aber höchste Eisenbahn, dass du die Kurve kriegst, ne? Ja, sicher. Also ich habe auch gesagt, einmal Gefängnis nie wieder. Mhm. Mhm. Gut, und du hast ja auch die Chance dafür dazu. Du bist noch sehr jung. Und wenn du jetzt das angehst mit der Schule, ist das schon ein guter Schritt. Aber auf der anderen Seite bleibt natürlich so diese seelische, die psychologische Belastung, was da mit deinem Sohn passiert ist. Ja, das ist das. Also ich habe ja auch die Schule abgebrochen, wo mein Kind geboren worden ist, weil ich für mein Kind da sein wollte und habe auch zu meiner Ex-Freundin gesagt, komm, geh du in die Schule, mach du deinen Abschluss. Ich kümmere mich um den Kleinen. Und wie war denn, während du bei deiner Freundin warst, wie war dein Verhältnis denn zu deinem Kind? Also ich habe mich rund um die Uhr um den Kleinen gekümmert. Mhm. Ich hätte alles für ihn getan. Mhm. Dann war es doch sicher auch schon sehr schlimm, dass sie den Kontakt unterbunden hat, ne? Oder? Ja, sicher. Mhm. Sehr schlimme Geschichte. Sehr, sehr, sehr erschütternde Geschichte, Maurice. Finde ich sehr schlimm. Ja, ich brauche einfach mal, ich muss das mal loswerden. Nee, verstehe ich. Muss mal drüber reden. Mhm. Hast du denn Leute überhaupt so, mit denen du ein bisschen quatschen kannst? Ja, habe ich schon, aber das hat mir noch nicht wirklich weitergeholfen. Muss man ja, ich glaube, wenn so eine schlimme Sache passiert ist, reicht auch nicht einmal aus, sondern dann müsste man eigentlich öfter mal vernünftig mit jemandem reden. Ja. Finde ich. Deswegen würde ich dir gerne jetzt noch von meiner Psychologin ein paar Tipps geben lassen, wo du vielleicht öfters mal hingehen könntest zum Reden. Ja. Also erstmal was die Geschichte mit deinem Sohn anbelangt, aber auch so, wie du dein Leben dann jetzt so in die Bahnen kriegst. Mhm. Ja, dann würde ich dich bitten, jetzt aufzulegen. Und dann wirst du von Sabine zurückgerufen. Alles klar. Und die wird dir dann so ein paar Ratschläge geben und ja, da kannst du dich dann orientieren, wie du möchtest. Okay. Ich danke dir für den Anruf, für das Vertrauen, Maurice, und wünsche alles Gute. Alles klar, danke sehr. Tschüss. Guten Abend noch. Tschüss. Hier ist Erika. Erika ist 61. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo. Jürgen, ich habe ein Problem. Und Erika. Zwar ganz kurz, ich weiß sicher, wir haben nicht viel Zeit. Doch, es geht schon noch. Nein, es geht darum, mein Bruder hat im Januar eine ziemlich harte Diagnose bekommen. Dein Bruder? Mein Bruder. Mhm. Und er ist jetzt auch austherapiert. Er kann nicht mehr richtig reden. Er kann zwar noch hören. Was für eine Diagnose hatte er? Hatten wir heute schon, aber naja gut. Er hat ein Glioblastom, das ist ein aggressiver Hirntumor. Hirntumor? Ja, und wie gesagt, er kann nicht mehr reden. Mhm. Er hat auch eine Parese rechts. Eine was? Eine Lähmung rechts, wie bei einem Apoplex. Und naja, ich habe das Problem, ich weiß nicht, wie ich mich von ihm verabschieden soll, weil wir nie so recht Kontakt hatten. Mhm. Unser ganzes Leben lang nicht. Wie alt ist der Bruder? Mein Bruder ist 68. 68, also der ältere Bruder. Ja, wir sind vier Geschwister, aber ich bin der Verkehrsunfall, der da nicht mehr kommen sollte. Ja. Also sind alle älter. Nur. Und das Leben lang hattet ihr keinen guten Kontakt? Nein, keinen intensiven. Sagen wir mal, guten schon, aber nicht intensiv. Also es gab nie Streit? Nein. Niemals. Wohnt er in deiner Nähe? Ja, wir vier Geschwister wohnen alle so in einem anderen Stadtteil hier in unserem Dorf. Ist er allein oder hat er noch eine Frau? Nein, ist verheiratet, hat auch zwei Söhne. Aber es ist so, dass ich durch schlechte Erfahrungen in meinem Leben alles irgendwo mit mir mache. Mal nach draußen gehe oder zum Deich gehe oder irgendwas mache. Oder ich setze mich mal ein paar Stunden mit meiner Musik hin. Ich habe jetzt das Problem, ich habe das Gefühl, mein Hals geht zu, weil ich nicht mehr, weil ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit, nochmal zu sagen, hör ich mal, wir hätten tolle Jahre haben können oder meinen Frieden zu finden. Hast du ihn in der letzten Zeit besucht?
Ja, das habe ich. Das schon. Und seid ihr auch dann alleine, dass ihr reden könnt? Ja, er redet ja nicht viel mit mir, das ist es ja. Aber er kann schon ein wenig noch sagen. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber er kann dich noch verstehen. Er kann mich noch verstehen, ja. Ich habe ja auch meiner Schwägerin geholfen, das Krankenbett zu besorgen, den Beistelltisch, den Nachtstuhl, alles, was man für die Pflege braucht. Was würde dir denn am meisten am Herzen liegen, was du ihm gerne sagen würdest wollen? Ich würde ihm eigentlich gerne sagen, ich bin immer hinter dir hergelaufen, ich habe dich nie erreicht. Aber ich habe dich wahnsinnig gern gehabt, mein ganzes Leben lang. Weißt du, Erika, wenn, ich meine, der Mann ist jetzt schwer krank und er wird wahrscheinlich sterben, wie du es... Er wird sterben. Dann versuche doch etwas zu sagen, in dem auf jeden Fall kein Vorwurf mehr ist und keine Kritik. Denn die Zeit, es war nun mal so, wie es ist. Wenn du ihm einfach die Hälfte von dem sagst, was du mir gerade gesagt hast, nämlich, dass du ihn sehr lieb hast und dass es dein Bruder war, wenn auch ihr nicht immer so viel zusammen gemacht habt, also dass er immer für dich wichtig war, das wird ihm sehr gut tun. Ja. Ich würde nichts Negatives mehr sagen. Warum? Ja. Das belastet diesen kranken, schwerkranken Mann nur zusätzlich. Finde ich auch noch sicher. Na, ich habe jetzt auch noch eine Reise nach Halle, Sachsen-Anhalt gebucht, zu den Händel-Festspielen. Und habe viel Geld für Karten ausgegeben, weil mir diese Musik wahnsinnig viel bringt. Und durch diese Musik sind wir eigentlich vor 4 Jahren richtig wieder eigentlich mal so ja alle paar Monate ins Gespräch gekommen, wenn eine neue CD rauskam oder tolles Orchester oder wenn hier der Bachchor zum Beispiel jetzt auch wieder Matthäus Passion hatte oder von Berlioz das Idiom. Das sind Sachen, wo wir intensiv drüber geredet und diskutiert haben. Das ist doch was Positives. Aber mehr hatten wir nicht. Ja, nun gut, das ist aber auch Domian, doch... Domian, mehr hatten wir nicht. Ja, dann bedauere du das für dich, aber sag es ihm nicht mehr. Ja. Weil ich glaube, du bedrückst ihn damit. Suche doch einfach das Gute heraus und sag ihm das. Erst habe ich ja gedacht, naja Gott, ich das hörte wie ein Wetterbericht, ne? Morgen geht es Regen. Und jetzt so langsam, aber sicher kriegt es so in mir hoch. Mhm. Dass ich doch... Da musst du mit ihm sprechen. Da musst du hingehen. Da musst du es tun. Du wirst ein sehr schweres Gefühl haben, wenn er versterben sollte und du hast es nicht getan. Naja, das habe ich ja im Moment und so schon. Sage ihm das Gute. Ja, ganz schlimm. Und sollte er vielleicht gerade, wenn ich wegfahre, noch sterben. Man weiß ja nicht, wann er geht. Mhm. Man weiß es nicht. So, dann weiß ich, wo du morgen hingehst. Ja, das so und so. Ich habe ja nur 15 Minuten Fußweg dahin zu dem Knast, zum Krankenhaus. Ja, nur wenn er wirklich ist und ich bin in Halle, Sprich so schnell wie möglich mit ihm, Erika. Meine Sendung ist jetzt vorbei, ich kann nicht mehr lange, sprechen. Ja. Ich habe dir aber so meine Meinung gesagt und meine Meinung. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Okay, danke, tschüss. In der Technik heute Nacht, Michael Verhöfen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen, tschüss.